Jetzt darf ich ankündigen, unsere letzte Speakerin heute, Margareta Köhl. Sie ist Wissenschaftlerin und ich weiß nicht, ob das geplant war, aber dieser Talk passt, finde ich, recht gut in die Reihe heute, vor allem eben anschließend an offene Daten bei Wahlen. Jetzt geht es nämlich um affektive Politik im Netz. Affektivität ist hier übersetzt als Emotionen, sowohl die guten wie die bösen, also sowohl die Liebe im Netz wie auch der Hass im Netz. Und die Perspektive, von der aus wir uns diesem Thema nähern, ist eine Wissenschaftlerin, eine wissenschaftliche, denn Margareta ist Wissenschaftlerin und zwar arbeitet sie als Projektmitarbeiterin auf dem Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, hat früher aber Japanologie studiert und unterrichtet auch auf der Politikwissenschaft. Und es ist ein transkultureller und kommunikativer Ansatz, mit dem wir uns jetzt damit beschäftigen, wie Emotionalität im Netz passiert. Super. Danke für diese ausführliche Ankündigung. Ja, ich werde heute einen kleinen Einblick geben in ein exploratives Projekt, das wir gemacht haben, letztes Semester mit Studierenden an der Politikwissenschaft. Da ging es insgesamt um die Artikulation von negativen Emotionen im Netz. Und ich beschäftige mich schon relativ lang mit dem Wandel von Emotionskulturen, auch im Zusammenhang mit der Aneignung und Nutzung von konvergierenden Medientechnologien, das heißt allen Social-Media-Plattformen, Chat-Apps etc. Heute möchte ich mich konkret damit beschäftigen, wie sich eine spezifische Affektkultur entwickelt hat, die im Zusammenspiel mit den technologischen Affordanzen von solchen Netzwerkplattformen auch dazu führt, dass sich in die Politik oder in die politische Sphäre neue Mechanismen der Kommunikation auch einschreiben. Ja. Ich möchte mal beginnen. Heute, also jetzt ist es auch wirklich super, dass sich das so gut trifft, dass das heute ja auch thematisiert wurde. Die Gerüchteküche im Netz brodelte. Da ging es darum, dass ja, vermutet wurde, dass Alexander van der Bellen ja, krank ist. Und das hat sich relativ schnell alles aufgebauscht. Vielleicht haben Sie das auch heute verfolgen können. Ich wollte dieses Beispiel jetzt kurz zeigen, weil es sehr gut veranschaulicht, welche gesamtgesellschaftlichen Prozesse wir jetzt hier auch sehen, die sich eigentlich im Netz dann nur widerspiegeln. Ja. Also man kann nie die Online-Sphäre irgendwie trennen von dem, was in der Gesellschaft sonst so passiert. Es ist eine Intimisierung der Öffentlichkeit im Gange. Ja. Das heißt, eigentlich intime Dinge werden verstärkt in die Öffentlichkeit gebracht und das Ganze spielt sich sehr stark auf dieser affektuellen Ebene ab. Chantal Mouffe, eine Subaltern Studies Theoretikerin, hat auch gesagt, wenn man sozusagen Gegendiskurse entwickeln will zu dominanten Politiken, dann muss man sich auch sehr stark mit dieser affektuellen Ebene beschäftigen, weil meistens werden nur Positionen analysiert oder auch bei zum Beispiel Hate Speech oder so, wie die Debatten sprachlich geführt werden zum Beispiel. Viel eher muss man fragen, nicht wie spricht wer und was spricht wer, sondern wie wird jemand gehört, ja? Oder welche Rolle spielen auch Dritte, die da dabei sind und zuhören und lesen, Lurker oder ja, Leute, die sich eigentlich nicht aktiv an diesem Diskurs dann beteiligen. Einerseits ja, also auch diese Personalisierung von Politik. Bei Merkel hat man das auch gesehen, bei ihrem Instagram-Profil wurde sehr stark immer darauf die Aufmerksamkeit fokussiert, welche Kleidung sie trägt, beziehungsweise ob sie einen Ausschnitt hat oder nicht. Ja. Also solche Dinge lenken sehr stark auch von den politischen Positionen dann ab. Aber man muss sich sicher eben damit auch befassen. Zusätzlich kann man auch sagen, dass sämtliche Netzwerktechnologien ja insgesamt Reputationssysteme sind. Das heißt, sie basieren auf Aufmerksamkeit. Wie bekomme ich die meiste Aufmerksamkeit? Hauptsächlich durch Selbstoffenbarung. Das heißt, ich veröffentliche Intimes.
Ich werde dann noch dazu kommen, dass sich das jetzt sehr stark wandelt durch die Überschneidung von verschiedenen sozialen Kontexten, die man dann auch auf seinem Netzwerk abgebildet hat. Aber wir sehen sozusagen so eine marktförmige Selbstdarstellung, dass die sozusagen sehr stark dominiert. Und bei Alexander Van der Bellen wurde jetzt sozusagen eigentlich seine Person angegriffen als nicht marktauglich, ja, von der neoliberalen Ideologie her als schwächlich. Also von der sag jetzt mal, rechten Seite wurde er immer wieder in dieses, also auf der körperpolitischen Ebene eigentlich angegriffen. Ja. Genau, wenn wir jetzt kurz zurückschauen, diese Utopien der 90er Jahre, es wird durch das Internet eine neue demokratiefördernde öffentliche Sphäre entstehen, politischer Diskurs wird hier eher möglich, Third Places entstehen oder irgendwelche Parallelräume, wo man sich unabhängig von seiner verkörperlichten Existenz irgendwie Gehör verschaffen kann oder eben sozusagen Sozialität genießen kann mit anderen. Was ist jetzt aus diesen Utopien geworden? Also ich habe zum Beispiel in einer Studie mit thailändischen Jugendlichen festgestellt, dort in einem doch noch sehr hierarchisch strukturierten Gesellschaftssystem werden diese Netzwerke schon sehr stark als Third Places genutzt, was aber auch damit zu tun hat, dass es sich um opake Technologien handelt. Das heißt, man weiß nicht, welche Datenspuren hinterlässt man da, also wie funktioniert das System eigentlich, inwiefern ist es eben gar nicht so ein abgeschlossener Ort für mich. Nach zunehmenden Erfahrungen oder einer steigenden Media Literacy wird das dann eben eher nicht mehr so wahrgenommen. Gut, noch kurz zur Öffentlichkeit. Andere Theorien sprechen von einer Fragmentierung der Öffentlichkeit. Das heißt, es entstehen auch im Internet viele verschiedene Teilöffentlichkeiten, die dann eher nicht in einen politischen Diskurs treten. Echokammern wäre auch so ein anderer Ausdruck für diese abgeschlossenen Communities. Denken Sie an Facebook, die meisten Leute haben dem Homophilie-Prinzip folgend eher Leute, die wirklich ihnen sehr ähnlich sind und eher wenige, die sozusagen eine entgegengesetzte Meinung vielleicht vertreten. Insofern ist diese These, dass durch schwache Bindungen, also Weak Ties, auf Netzwerken man innovative Ideen zum Beispiel bekommt, die hat sich als entkräftet erwiesen im Kontext von Social Media. Interessante Theorie ist auch die eigentlich von 1974 stammende Schweigespiralen-These von Elisabeth Nölle-Neumann, die eben besagt, dass Menschen, die wahrnehmen, dass ein feindliches Klima rund um sie herrscht, ein ihrer Meinung widersprechendes Meinungsklima, dass die dann eher verstummen, als dass sie sich äußern, auch in medialen Umgebungen, und dieser Effekt kann halt durch Medien verstärkt werden. Es gibt jetzt schon Untersuchungen, ob sich dieser Effekt auch in Social-Media-Umgebungen zeigt, und ja, es ist so, auch dieses Bewusstsein, man kann überwacht werden, erzeugt, dass minoritäre Meinungen teilweise eher verstummen, als hier sozusagen ausgesprochen zu werden. Genau, eine weitere Frage ist natürlich auch, inwiefern ist das wirklich soziales oder politisches Engagement, wenn ich einfach irgendwo bei einer Initiative Like klicke, ist das nicht eher das Like-Tivismus? War auch schon 2009 eine Debatte, jetzt wird das auch wieder virulent, diese Frage. Handelt sich da nicht eher so um so ein Lifestyle-Asset, wenn ich sozusagen irgendetwas politisch, was meine Identität dann irgendwie aufpoliert, like, ob das dann wirklich sozusagen Aktivismus ist. Aber es gibt schon Studien, die zeigen, dass sozusagen auch diese Auseinandersetzung, auch wenn man vielleicht im realen Leben dann keine, möglicherweise nicht auf eine Demo geht oder irgend sowas, aber es schafft Bewusstsein. Insofern, ja, ist eine Streitfrage, ob das Engagement ist. Genau, die Frage von Collapsed Contexts, beziehungsweise diese Imagined Audiences, da
zeigt sich eben auf den sozialen Netzwerken, dass eben die meisten Leute jetzt mittlerweile schon in sehr vielen unterschiedlichen sozialen Kreisen drinnen sind und sich aus dem Grund eher nicht politisch äußern oder sich auch nicht hier zu erkennen geben wollen, weil das sozusagen ihnen vielleicht in manchen Kontexten schaden könnte oder ihrer Selbstpräsentation nicht in allen Kreisen zuträglich ist. Das heißt, man reduziert seine Selbstpräsentation auf sozusagen das marktförmig gängigste und klischeehafteste, also vor allem bei Jugendlichen sieht man das halt. Jetzt vielleicht nicht mehr auf Facebook, aber auf den Bild-Sharing-Plattformen, was auch ganz interessant ist, was eben auch ein Teil dieser affektiven Politiken ist, dieser Iconic Turn, diese Hinwendung zu den Bildern, ja, zu bildhaften Formen des Ausdrucks, weil man dadurch eigentlich sehr schnell und sehr gut Emotionen aktivieren kann. Das habe ich an sich eh schon besprochen. Die Enthemmungseffekte sind natürlich was, wenn wir jetzt zur Hate Speech übergehen. Enthemmungseffekte wurden von Sula in Bezug auf Online-Environments festgestellt, wo aber Anonymität herrschte sozusagen. Also das hat sich ja auch gewandelt. Es gibt jetzt einen großen Authentizitätsdruck und auch den Klarnamenzwang, sodass man sich eigentlich schon immer mit seiner eigenen Person im Netz eher befindet, was natürlich auch eben zu Ambivalenz führt und wieder zusammenhängt mit diesem Collapsed Context. Gut, wenn wir jetzt zu Disaffekt kommen, also zu sämtlichen auch devianten Verhaltensweisen, hetzerische Äußerungen im Netz, dann muss man sagen, dass sich die natürlich, wie wir es auch jetzt beim Van der Bellen Beispiel gesehen haben oder auch bei einem weiteren Beispiel, das ich noch auf Lager habe, dass sich das halt sozusagen durch diesen viralen Effekt extrem steigert und eine extreme Dynamik kriegt. Eben diese Emotion, dieses Wechselspiel aus Affekt und Disaffekt erzeugt eben dann auch eine größere Intensität und Reichweite natürlich. Genau, Bilder spielen auch eine große Rolle bei diesen affektiven Politiken eben und aus dem Grund sollte man sich, wenn man solche Phänomene analysiert, natürlich auch auf den Diskurs konzentrieren, nicht nur auf den Diskurs. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel dem Diskurs oder Diskurs Flüchtlingsselfie widmen, da werden Ihnen sicher auch etliche Beispiele einfallen, wie hier Bilder auch eingesetzt werden. Da hat sich eine Riesendebatte drum auch ergeben, auch natürlich Shitstorms und sehr viele gehässige Aussagen. Also sozusagen der Diskurs war, dass sozusagen dieses mit Spaß gleichgesetzte Gerät und auch mit Luxus gleichgesetzte Gerät nicht von Menschen, die sozusagen jetzt als Flüchtlinge hier unterwegs sind, auch genutzt werden darf. Es gab ja auch dann den Hartlauer Vorfall, wo sozusagen gesagt wurde, es hat jemand um 900 Euro oder was, irgendwie ein Flüchtling ein Smartphone gekauft mit sozusagen Geld, was er da von der Caritas bekommen hat. Also das sind alles Spielarten dieser Diskurse, wo eben natürlich Fotos auch sehr wichtig sind, eben das Selfie als Sinnbild des Spaßes haben eigentlich. Ja. Genau hier dieser Vorfall mit Hartlauer. Man sieht aber auch, dass diese Diskurse dann teilweise auch wieder sozusagen rekonfiguriert werden oder umgeändert werden. Hier hat ein ungarischer Designer sozusagen dieses Flüchtlings Migrant seine Kollektion genannt, beziehungsweise Ai Weiwei, thematisiert natürlich auch durch visuelle Zeichen diesen Diskurs, der sich da abspielt. Hier hat er sich als Alain Curdy, als dieser Bub, der ertrunken ist, inszeniert, was auch einen Shitstorm zum Beispiel ausgelöst hat, weil bei Shitstorms natürlich auch immer so ein klassischer Ablauf ist der, dass der Person ein moralischer Verstoß irgendwie attestiert wird. Ja? Also das heißt, es wird gesucht nach irgendeinem moralischen Standard, an dem man das Verhalten oder diese Aktion oder die Aussage der Person messen kann. Und meist ist der Initiator eine Einzelperson. Und wie gesagt, der Verlauf ist eben relativ lawinen.
artig. Es klingt aber dann auch schnell wieder ab sozusagen. Ich habe auch noch dieses andere Beispiel von Celine Gören, die eben vergewaltigt wurde und dann nicht gesagt hat, dass sie von arabischen Männern, also sie hat die Sprache identifiziert, vergewaltigt wurde, um die zu schützen aufgrund ihrer politischen Gesinnung, und da wurde ihr dann eine Lüge attestiert. Also es wird sozusagen ein moralisches Urteil gefällt, und das hat eben auch einen Shitstorm ausgelöst. Gut, die Frage natürlich jetzt, was können wir in diesem Kontext tun, um hier vielleicht auch gegenzusteuern, egal um welche Online-Diskurse es sich da handelt, sei es von klassischen Medien propagierte, wie von Reuters zum Beispiel, die auch sehr ja, hegemoniale Bildpraktiken da betreiben. Ja, also eine Möglichkeit, der diskursive Aktivismus, also das heißt, dass man Gegenpositionen formuliert, um wirklich die Schweigespirale auch entgegenzuwirken, wo man eben auch versucht, das zu denaturalisieren, was als natürlich dargestellt wird oder was als moralisch dargestellt wird, oder ja, die Diskurse zu widerlegen. Ja. Vielleicht haben Sie auch gehört von der Oktoberfestgeschichte von der Stefanie Sargnagel, Sprengnagel, die dann auch von Rechten bombardiert wurde mit einem Shitstorm, und sie hat das, also das wäre jetzt ein Video, aber es ist jetzt eben, ich kriege schon den Kopf abgehabt, das können Sie sich anschauen, das ist irgendwie ganz lustig, das Video, weil sie ja wirklich die ganzen Kommentare von diesem Shitstorm eben durchgeht und zeigt, dass die halt wirklich versucht haben, auch ihr gegenüber einen Counter-Diskurs sozusagen zu formulieren, indem sie es ja elaboriert geschrieben haben etc. Und ja, also das ist ganz interessant, wie sie das da vorliest. Ja, genau, also Chantal Mouffe, jetzt um zum Abschluss zu kommen, sieht eben das Politische eher als einen anachronistischen Kampf von Akteuren und nicht so sehr einen um Konsens bemühten Begriff. Also insofern muss man natürlich auch diese ganzen negativen Artikulationen irgendwie als Formen sehen, auf die man schon reagieren muss, ja, die auch natürlich was reflektieren, was in der Gesellschaft auch vor sich geht, und ja, gibt einige Beispiele, die das schon machen, Initiativen, es gibt noch unzählige mehr, aber ja, das sind einige solche Movements, die das ganz gut betreiben, glaube ich, mit Faktenwissen vielleicht zu kontern, genau, ja. Die letzte Frage wäre noch die Zensurpraxis von Facebook, die ja dann zum Beispiel eben auch Stefanie Sargnagel gesperrt haben von Facebook, obwohl sie eigentlich gar nichts wirklich Verwerfliches gesagt haben, hat andererseits, andere Leute werden nicht gesperrt. Sie wurde eben natürlich von einer Identitären sozusagen da gemeldet bei Facebook, weil sie da eine Geschichte geschrieben hatte, was sie... Ja, also so viel dazu. Es war jetzt nur ein kurzer Abriss über dieses Thema, aber ja. Herzlichen Dank. Danke, Margarita. Gibt es Fragen? Ich hätte eine. Ach, Martin. Du hast auf der zwei Folien vorher nohatespeech.de gehabt. Mhm. Hat es einen Grund, dass du nicht die österreichische Variante genommen hast? An sich habe ich mir von denen das hauptsächlich angeschaut. Und, ist die vernünftigere, deswegen war ich jetzt... Vernünftiger, oder? Wir können natürlich jetzt... Okay, das war mehr ein Kommentar als eine Frage. Fangfrage. Gut, weitere Fragen oder Wortmeldungen? Das ist ja bidirektional hier. Andreas. Gut. Hallo? Ja. Hallo. Ich wollte fragen, ob
ob du beim Shitstorm, ob du da irgendwelche Strategien siehst, die sehr sinnvoll zu machen oder zu unterlassen wären? Naja, ich glaube, die Strategie, die jetzt Van der Bellen angewandt hat, war an sich eh sehr erfolgreich. Also wirklich zu kontern halt mit Fakten, ja, und das zu unterbrechen, also schon zurückzusprechen. Ja. Also ich meine, ich kenne auch die andere Strategie, wenn es wirklich auf die persönliche, affektive Ebene gibt, gibt es ja auch den Ansatz, dass man sagt, man ignoriert das. Ja. Also zum Beispiel die Tagespresse macht es bei Dingen, wo sie halt als Person beschimpft werden, das lassen sie auf der Seite einfach stehen und reagieren nicht drauf, weil natürlich dadurch, dass eben Aufmerksamkeit irgendwie die Währung ist, der Hater oder der da im Shitstorm sozusagen sich artikuliert, ja eigentlich Aufmerksamkeit kriegen will. Ja, insofern ist das natürlich auch eine Strategie, aber zu kontern mit Faktenwissen ist die andere. Erwin, stell dich vor. Es passt. Warte, ich gebe dir mein Mikrofon. Ach, Kinder. Man hört es eh. Okay, ich bin der Eminent Steinhammer und ich habe jetzt noch zusätzlich die Frage, gleich an die anschließend, weil da war ja dieses eine Bild, wo sich der eine da vors Meer hingelegt hat. In der Ai Weiwei. Genau. Da kann man ja schwer mit Fakten dagegen halten, wenn da ein Shitstorm entsteht. Weil ja das nichts Faktenbasiertes ist, sondern die Meinung. Oder Naja, gut, der hat natürlich mit künstlerischer Freiheit argumentiert und dass er dadurch sozusagen diesen Diskurs halt aufgegriffen hat und Bewusstsein damit geschaffen hat. Ich meine, der Ai Weiwei wird sowieso immer kontrovers diskutiert aufgrund seiner doch sehr plakativen Form der Kunst. Ja. Aber insofern, also er hat halt auf einer kunstargumentativen Ebene dann repliziert. Ja. Und ich meine, das ist auch relativ schnell dann aufgenommen worden, natürlich von anderen Medien, dieses Thema. Und dadurch hat er ja eigentlich erreicht, was er wollte, nämlich dass dieser Fall von dem Alan Kurdi da mehr thematisiert wird noch. Und ich meine, die Sache ist ja, das ist ja auch irgendwie ein Thema, das man diskutieren kann. Ob das jetzt, weil natürlich wurde ihm vorgeworfen, dass es geschmacklos war, ja. Und mit moralischen Standards wurde argumentiert, ja. Ich meine, das ist die Frage, man kann das natürlich wirklich diskutieren, ja. Das ist vielleicht ja auch wirklich auch ein Ziel von so einer Aktion. Das ist die Frage, ist es dann, ja, ab wann ist es dann ein Shitstorm, ja? Ab wann ist es, also bis wann ist es eine Debatte und ab wann ist es ein Shitstorm? Ich meine, die Grenze, gibt es schon Definitionen, was die Grenze ist, aber ja, es ist trotzdem noch relativ schwammig. Ja, hallo, Stefan. Meine Frage ist im Prinzip die, hast du eine Ahnung, von woher diese Strategie kommt? Ist das jetzt irgendwie so ein, einfach die Zeit ist gekommen, die postmodernen Diskurse sind jetzt auch bei den Rechten angekommen, so in der Richtung. Mhm. Oder ist das, hat das vielleicht schon auch eher noch was damit zu tun, dass halt, also was ich weiß, aber ist wahrscheinlich bei vielen anderen auch so, aber der russische Geheimdienst oder generell der russische Staat auch absichtlich Leute anstellt, um Diskurse kaputt zu machen. Mhm. Also das ist ja in der Ukraine-Krise, gibt es also einen sehr, sehr guten Guardian-Artikel dazu, wo einfach gezeigt wurde, dass da 100 Leute kontinuierlich Blogs aufsetzen, Kommentare in Blogs absetzen und man merkt ja schon auch, dass diese Art des Diskurses auch bei den Rechten in Deutschland, in Zentraleuropa auch immer mehr ankommt und dass es natürlich auch ein politisches Interesse gibt, Europa nach rechts zu rücken und zu destabilisieren. Genau, und die Steigespirale halt irgendwie herkommt, auszunutzen. Natürlich, genau, ja. Auch bei der Stefanie Sargnagl ist im Grunde, kann man sich fragen, ja, da ist organisierter Shitstorm dahinter gewesen. Ja. Also insofern ist es vielleicht jetzt wirklich eine Form, auch organisierter politischer Lenkung. Ja? Aber ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, irgendwie da
dagegen zu halten. Aber ja, da gab es auf der Republika einen Vortrag dazu, eben organisierte Liebe hat der geheißen, als Gegenposition zu diesem organisierten Hass. Ja, weil es ist vielfach schon natürlich organisiert mittlerweile. Ja. Aber ich frage mich halt, ist das ein Ansatz, das könnte man jetzt in dem Forum eh gut diskutieren, ist das wirklich ein Ansatz, dass man sagt, ja okay, wir schauen jetzt, dass wir wirklich alles Positive im Netz sozusagen publizieren. Also ich weiß nicht ganz, ja, wie, aber weil ja eh insgesamt sozusagen so eine Positivierung der Selbstdarstellung irgendwie stattfindet. Das ist ja die eine Seite von der Medaille. Die andere ist dann eben diese enorme Empörung und Entladung, ja. Bei denen, die vielleicht nicht gehört werden. Andere Spielart ist sicher dann die organisierte Form. Das muss man sich ja anders behandeln dann. Hallo, ich habe eine Frage. Ich lebe so in meiner Social Media Echokammer und kriege viele von diesen Shitstorms irgendwie gar nicht mit. Mhm. Und Weil es vielfach, glaube ich, auch dann über andere Medien eigentlich transportiert wird, ne, wenn sowas passiert. Ja, genau, aber das ist auch meine Frage, wie du oder wie man da irgendwie in der Wissenschaft davon rechtzeitig mitbekommt oder dann auch erst über die klassischen Medien, so die Zeitung schreibt drüber. Naja, eigentlich schon über die Leute, mit denen ich spreche. Also wenn ich mit Leuten, also Interviews mache etc., also die da selbst involviert sind stärker. Über die kriege ich eigentlich, oder halt selbst, ja. Aber wenn man selbst nicht in den sozusagen Gruppen drinnen ist, wir haben das jetzt in einem anderen Projekt gerade die Frage, wie kommen wir dann an diese Personen heran, ja, oder an die Netzwerke einfach, ja. Gut. Ich meine, die Frage ist natürlich auch die Ethik dann der Forschung. Kannst du da sozusagen eine verdeckte teilnehmende Beobachtung machen? Ist das ethisch korrekt als Wissenschaftler jetzt? Ja? Also das ist was jetzt einfach auch sehr ausführlich gerade diskutiert wird. Kann man das machen, dass man Leute beobachtet, weil es sozusagen im Dienste der Forschung ist und weil man sonst keinen Zugang kriegen würde zu ihnen? Ja? Okay. So, ich glaube, wir werden diese Debatte, weil die jetzt auch schon ein bisschen kleinteilig wird, dann weiterführen. Wir haben ja sowieso auch noch danach hier viele Snacks da drüben in der Küche stehen und Bier und Mate und auch so neuen Cider. Also es gibt sogar Wein hier inzwischen. Das kann ich alles sehr empfehlen. Aber bevor wir jetzt zu dem gemütlichen Teil übergehen, gibt es noch die Lightning Talks. Das funktioniert so, dass man hier einfach einträgt, wenn man einen Lightning Talk halten will. Ich mache jetzt mal vor, wie das geht, indem ich mich selber darauf schreibe. Genau. Und den Schmäh macht dann schon jedes der andere, Mal. Aber davor kommt jetzt auch nochmal was. In der Zwischenzeit, jetzt ist der Moment, euch auch noch auf die Liste zu schreiben.